Ja, hallo, hallo. Ich war fleißig in der Zwischenzeit und habe hier den gesamten Erdhügel abgebaut, wie ihr sehen könnt. Und habe auch schon ein bisschen vorgearbeitet. Das heißt, hier im Ofen brennt das Holz zu Holzkohle. Habe ich auch gelernt, dass das funktioniert. Und in den anderen Öfen befinden sich Pflastersteine, die ich wieder zu normalen Steinen verarbeite. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal so laufen. Und ich habe mir überlegt, ich werde höchstwahrscheinlich hier einfach versuchen, mein Haus rein zu basteln. Und zwar hier. Da werde ich mir so eine Art Höhle reinbauen. Und ja, mal gucken, ob das funktioniert. Und hier oben, praktisch dann auf mein Haus, werde ich mir meinen Acker hinsetzen, wo ich dann ein paar Sachen anbaue. Da haben wir ja Samen und sowas alles bekommen. Und hier, da habe ich auch schon mal ein bisschen vorgearbeitet, nur ansatzweise erstmal, wie ich das ausbauen werde, weiß ich noch nicht. Hier kommt der Stall rein. Ja, vielleicht mit ein bisschen Wasser und bisschen Pflanzen oder so. Da muss ich erstmal gucken, wie ich das mache. So, ich habe euch ja versprochen, dass ich hier erstmal nur alles abbauen werde. Gut, ich habe halt ein bisschen vorgearbeitet, indem ich mir hier ein paar Steine mache, aber ich denke, das wird jetzt nicht so schlimm sein. Ich baue mir jetzt einfach hier mal so ein Loch rein und guck mal, was mich da drunter erwartet. Ich habe mir das vorgestellt, dass ich mir dann schön Glasfenster vorsetze, damit ich so einen schönen Blick hier auf den Lavafall habe und auf das Wasser. Ja, und dann mal schauen, was wir hier so für Räume reinbauen. Ich habe ja noch nicht so viel Erfahrung im Häuser bauen. Die Wand lassen wir erstmal, nee, die lassen wir nicht stehen. Das machen wir alles weg hier. Und ich habe mir ein bisschen Birkenholz auch schon abgebaut, muss ich gestehen. Ja, ich wollte euch das einfach nicht zumuten. Und ich denke, wir werden uns dann einen schönen Holzfußboden machen. Aus Holzbrettern. Ich hoffe, mir fällt der Wasserfall hier nicht irgendwann auf den Kopf. Ich muss mal gucken. Okay, ja, haben wir noch Platz. So. Das ist jetzt natürlich langweilig, denke ich. Aber das ist halt manchmal so bei Minecraft. Wenn man hier am Abbauen ist und am Aufbauen. Bin ja mal gespannt, wie weit wir uns hier reinbuddeln können oder ob wir hier gleich irgendwo wieder rauskommen. Hier bauen wir uns mal so eine kleine Ecke rein. Und dann muss ich mal gucken, was das wird. Ja, die Decke ist auch viel zu niedrig. Das bauen wir auch noch mal ein bisschen aus. Ziehen da auch noch mal natürlich eine andere Decke ein, weil so eine Steinecke, sage ich schon, so eine Decke aus Erdbrocken, die möchte ich auch nicht gerade haben. Wer will das schon in seinem Haus? Ja, eigentlich bin ich ja so einer, der gerne baut. Dieses Rumgekämpfe hier, das ist eigentlich eher nichts für mich. Eigentlich wollte ich mir hier doch eine Ecke reinbauen. Naja, okay. Egal. Jetzt bauen wir das hier nochmal ab. Mal einsammeln können wir vielleicht gut gebrauchen später. So, jetzt gucke ich mal, wie sieht es aus. Ach ja, hat ja schon was. Die Treppe hier, die werden wir später auch noch wegmachen. Und ich denke, wir werden uns hier dann auch noch ein paar Steinblöcke ansetzen, damit das so ein bisschen gleich ist. Und hier werden wir natürlich wieder ein bisschen was zubauen. Also so eine Riesentür brauchen wir ja nicht. Aber das werden wir dann sehen. Ach, dieses Plätschern, das kann ich ja leiden. Ich mag das auch bei mir zu Hause, wenn es regnet. Wir haben unser Schlafzimmer unterm Dach und so ein Fenster in der Dachschräge. Und wenn es dann regnet, dann prasselt das Wasser da so schön drauf.
Das liebe ich ja. Das ist echt herrlich. Kann man schön einschlafen bei. So, jetzt haben wir hier einen riesen Raum. Sieht natürlich ganz dämlich aus. Das müssten wir auch nochmal wegnehmen. Das wäre ja sonst eine doppelte Wand. Eine doppelte Wand brauchen wir, glaube ich, nicht. Oh, da tropft es schon durch. Ist natürlich blöd. Vielleicht sollten wir da wieder zumachen. Nee, dann nehmen wir dann die anderen Steine. Ja, wir lassen das erstmal so. Ja, ich baue die Decke hier noch ab. Und dann setzen wir da andere Steine drauf oder Holz. Was ja super genial wäre. So, oh ja, jetzt habe ich eine Idee. So ein Glasboden. Aber das geht, glaube ich, nicht. Dann kann ich oben keine Felder mehr anbauen. Doch, das müsste doch gehen, oder? Oh, das müsste ich mal ausprobieren. Das ist ja jetzt eine coole Idee, finde ich mal so. Kann man von unten immer... Ja, da hat man... Ja. Das Wasser überm Kopf. Ja, das fände ich gut. Und von oben kann man dann unten in das Haus reingucken. Durch den Glasboden. Ja, das fände ich gut. Hat was. Wenn es umsetzbar ist. Ja, aber das werden wir alles sehen. So. Dann werde ich hier den Boden mal rausruppen. Ich denke, das Haus wird noch 20.000 Mal umgebaut, weil ich immer wieder vielleicht neue Ideen habe oder irgendwas anbauen werde. Oder, ja, wie auch immer. Aber das ist ja im richtigen Leben auch nicht anders. Ich sehe das bei uns zu Hause. Hier wird auch immer angebaut, umgebaut, neu renoviert und so weiter. Weil immer wieder was passend gemacht werden muss. Ja. Und so haben wir das hier. Jetzt muss ich auch gleich mal gucken. Ich glaube, meine Holzbretter habe ich in der Truhe gelassen. Und da werdet ihr sehen, dass ich da auch schon ein bisschen Kohle bekommen habe, wie ich gemerkt habe. Befindet sich hier irgendwie überall Kohle im Fußboden. Da seht ihr das, Kohle und Erz. Das kann ich mir ja mal da unten reinziehen. Genau. So. Und dann bauen wir mal hier die Holzbretter rein. Vielleicht holen wir uns später noch einen anderen Fußboden. Muss mal gucken, was da noch so alles geht, was es für Materialien gibt. Ich habe ja noch nicht alles hier kennengelernt. Man kann ja auch Wolle färben, dann hat man einen schönen farbigen Teppich. Aber das tue ich mir jetzt natürlich noch nicht an. Ups. Ja, sieht doch schon ganz nett aus. Das müssen wir hier auch nochmal abändern. Ich weiß auch gar nicht genau, was wir hier für Wände machen. Ob ich Steinwände mache oder vielleicht auch Holz oder so. Hier kommen auf jeden Fall große Fenster rein. Das ist übrigens meine Maßnahme. Ich könnte mir mal mein Sand, den habe ich mir auch schon geholt, in eurer Abwesenheit, hier reinschmeißen. Ja, und ich denke, ich werde hier mal ja auch erstmal die Treppe hier wegmachen. Das kann ich mir ja wieder anbauen. Jetzt muss ich mal gucken. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Ich weiß nicht, ob ich da oben abbauen kann oder ob mir dann der... Ah, Mist. Ob mir dann der Wasserfall entgegenkommt. Ich denke,
Das werde ich erstmal so lassen. Ja, jetzt passt das natürlich nicht mehr. Ich bin so ein Schlauberger. Ja. Dann machen wir noch... dann machen wir hier die Tür hin. Und hier setzen wir noch Steine wieder dran. So, und dann machen wir da noch eine Reihe Steine. Dann müsste es ja wieder passen. Hoffe ich jedenfalls. So, da kommt dann nachher die Tür rein. Ja, das sieht ja schon ganz gut aus. Jetzt kann ich natürlich hier nichts... wegnehmen. Das passt auch noch nicht. Okay, das werde ich aber noch abändern. So, wir haben jetzt 11 Glasscheiben. Jetzt muss ich mal gucken. Oder machen... Ja, das passt natürlich überhaupt nicht. Dann müssen wir die auch noch wegnehmen. Später mache ich die bis zum Boden oder nee, ich mache die erstmal so. Das können wir ja später noch erweitern. Hat was. Okay, dann machen wir das hier auch. Ich habe mich gerade gewundert, warum das so dunkel geworden ist, aber ich vermute mal, der Ofen ist fertig ausgebrannt und spendet deswegen kein Licht mehr. Jo. So. Ja, sieht doch schon ganz gut aus. Dann ändern wir oben das noch ab. Da können wir uns noch irgendwie so ein Dach draufsetzen. Ja. Gucken wir mal. Nee, Moment mal. Ich wollte nur die Tür machen. Genau. So. Die setzen wir auch mal ein. Ach, und Fackeln können wir hier noch dran setzen. So vielleicht. Ja, gucken wir mal. So, jetzt nehme ich erstmal das ganze Gedöns hier raus. Ja. Boah. Alles voll hier. Und dann baue ich nämlich die Öfen und das alles ab. Was? Die kann ich ja auch hier draußen hin. Das ist übrigens eine Idee. Das werde ich mal so machen. Die werde ich einfach hier reinsetzen. So eine Art Schmiede. Ah, ich glaube, ich werde noch eine Reihe abbauen. Ja. Ich mir hier noch eine Treppe hinsetzen, dann kann ich da hochgehen. Aber ich glaube, ich werde das noch ein bisschen erweitern. Dann werde ich die Öfen hier in die Wand reinsetzen. Das sieht bestimmt gut aus. Ja.
Könnte man ja auch so ringsrum hier Öfen reinsetzen. Das ist übrigens die Idee. Aber ich glaube, ich werde hier oben Steine hinsetzen. Mal gucken, wie das aussieht. Steine und da kommen dann die Öfen rein. Boah, das sieht bestimmt gut aus. Ach, da unten muss ich auch noch Steine hin tun. Das ist noch Erde gewesen, sehe ich gerade. Und übrigens werdet ihr merken, dass die Folge höchstwahrscheinlich etwas länger wird. Ist auch meine Absicht, denn ich meine, die anderen Folgen waren... Beziehungsweise die anderen, die letzten beiden Folgen waren ziemlich kurz. Ja, das sieht doch schon cool aus. So, dann bauen wir uns nochmal ein paar Öfen. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz wir da jetzt noch hatten. Ich habe mir, glaube ich, zu viele Öfen gemacht, aber ist egal. Nee, passt genau. Ja, das hat auch was, hm? Jo, nice. Eigentlich müsste ich ja dann hier noch in der Decke so ein Loch reinbasteln. Damit so der Dunst abziehen kann. Da haben wir so eine richtige Esse praktisch. Eigentlich müsste das auch aus Stein, aber das mache ich jetzt nicht. Ja, hat doch was, oder? Hm, finde ich gut, gefällt mir. Vielleicht sollte ich das hier noch wegnehmen. Guck mal, wie es aussieht. Dann müsste ich die ganze Reihe hier noch wegnehmen. Auf jeden Fall mal bis hier. Dass das so ein bisschen offen ist und man da auch reingucken kann. Vielleicht baue ich mir da auch noch einen Zaun vor. Aber das muss ich erstmal sehen. Auf jeden Fall eine Treppe. Nun weiß ich nicht, kann man sich aus den Steinen eine Treppe bauen? Ah, toll. Das finde ich jetzt blöd. Tja, ich weiß, was wir nun machen. Hier erstmal wieder Erde hinsetzen. Das sieht ja sonst doof aus. So. Na, Schweinchen, willst du schon in den Stall? Oh, sieht so aus, ne? Ja, geh mal rein da. Zack. Okay. Ich brauche dann auch noch Holz, um hier mir einen Stall zu bauen, aber ich denke, ich werde erstmal mein Haus ein bisschen ausbauen. Meine Tropfsteinhöhle. So, wie ist denn das? Hier kommen wir rein. Ach, hier können wir uns ja auch eine kleine Nische machen. Muss ich mal gucken. So eine kleine, ja... Sitzecke. Nicht, dass ich hier jetzt gleich in meinem Stall lande. Das wäre ein bisschen doof. Ich muss mal gucken von außen. Ah ja, das ist jetzt nicht so. Ja. Ich glaube, das reicht auch. Viel weiter dürfen wir da nicht rausgehen. Ja, lassen wir das erstmal so. Die Wände sehen so beschissen aus. Okay, alles klar. So, und dann gehe ich nochmal nach oben. Ich hoffe, ich komme jetzt hier außen irgendwo hoch. Ups, 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 ups. Ja. Hier müssen wir auf jeden Fall einen Zaun drum machen, sonst fallen wir da durch. So, das da unter ist praktisch unser Haus. Hm.
Ich könnte ja mal gucken, ob der Wasserfall hier runterläuft. Und dann mache ich da unten so ein Becken, dann können die Tiere da drin schwimmen. Das hätte doch auch was. Ja. So, dann machen wir hier oben unsere Felder hin. Aber ich vermute, wenn ich hier Blöcke reinsetze... ja, schlau. Dann... verschwindet das Wasser vielleicht wieder. Ja, ist okay bis jetzt. Also ich rede ein bisschen wenig, Leute. Es liegt einfach daran, dass ich mich hier so ein bisschen konzentrieren muss auf das, was ich tue. Ja, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Da muss hier noch Wasser auf jeden Fall hin. Und hier wieder nicht. Das ist ja jetzt so ein bisschen doof. Aber egal, ich lasse das jetzt mal so. Vielleicht kann ich hier ja auch ein bisschen Wasser reinschütten. Ich habe einen Eimer, aber den habe ich, glaube ich, gar nicht mitgenommen, ne? Ich guck mal nach. Na, Schwein? Also ein Schweinchen ist uns doch immer treu, ne? Wir sind so die ersten Folgen unser Höhlenschwein. Ah, das ist bestimmt, das kommt uns bestimmt immer hinterher, weil wir das gerettet haben da aus der Höhle. Ich nenne das jetzt einfach das Höhlenschwein. Ja, also einen Eimer haben wir irgendwie nicht dabei. Okay. Ich werde jetzt auch erstmal die Sachen hier abbauen, die beiden. Dann werde ich alles ins Haus bringen. Ich stelle das da einfach irgendwie auf. Ja, jetzt habe ich die Truhe bestimmt nicht eingesammelt, ne? Toll. Nerv, nerv, nerv. Da ist die Truhe. Oh, geschickt gemacht. So. Jetzt erstmal, das lasse ich mal. Ich tue mal die Steine rein, die ich schon gebrannt habe. Und mein Holz, die Holzkohle und das Werkzeug, Fackel und auch die Axt. Und dann gucke ich mal, wie viel wir jetzt von dem Krempel hier noch einsammeln können. Ja, das sah gut aus. Pack mir hier alles mal in die Truhe rein. Die stellen wir gleich noch auf. Ja, da könnt ihr mal sehen, was ich hier so fleißig abgebaut habe, ne? Und die Hälfte habe ich schon wieder verbaut. Ich habe ja hier teilweise noch Sachen angesetzt. Da oben habe ich schon was angesetzt gehabt, weil mir der Wasserfall da fast übergelaufen ist. Ja, ich war ein bisschen fleißig. Ich hoffe, es gefällt euch bis jetzt und vielleicht habt ihr ja noch ein paar Ideen, die ich umsetzen könnte. Dann könnt ihr mir das ja mal schreiben. Würde mich sehr freuen, weil für Ideen bin ich immer offen. Und ich denke, die Folge war jetzt wirklich lang genug und ich sage bis bald, eure Nizi.